Ich bin ja ein bisschen krank in manchen Sachen. Ich hau mir auch, ich weiß gar nicht, wie viel Proteine da drin sind, aber ich hau mir tatsächlich auch Knochenbrühe in meinen Shake mit rein. Okay. Okay, okay. Ist gut für den Darm, deswegen. Hallo Hanna! Hallo! Herzlich willkommen in unserem neuen Setting. Vielen Dank, ich freue mich. Wie geht's dir? Sehr gut. Wir haben uns jetzt auch schon ein bisschen nicht gesehen, ne? Ja, ich weiß nicht, anderthalb Monate? Erst? Zwei Monate? Es ist so viel passiert, deswegen kommt mir das so lange. Ich habe ein ganz schlechtes Zeitgefühl, wir haben nämlich zuletzt den Kohlenhydrate-Podcast aufgezeichnet, viel Rückmeldung dazu gekriegt. Deswegen dachte ich, wir führen das fort, weil wie ich von dir gelernt habe, gibt es drei Makronährstoffe. Genau. Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Richtig. Und da ja Proteine, ja, das Thema schlechthin ist, gefühlt zumindest im Lebensmittelmarketing. Ob das gerechtfertigt ist, das werden wir wahrscheinlich oder hoffentlich heute herausfinden. Wir reden heute über die Proteine. Und deswegen die erste Frage, was sind Proteine? Also du hast es ja schon gesagt, sie gehören zu den Makronährstoffen. Das ist schon mal ein Punkt. Und im Endeffekt sind es auch Energielieferanten und sie sind an sämtlichen Aufbau- und Abbauprozessen in unserem Körper beteiligt. Also ja. Es sind essentiell für uns, also wir müssen sie, jedenfalls Teile von den Proteinen müssen wir unserem Körper zuführen, die können wir nicht selber herstellen. Ohne Proteine würden wir nicht überleben können und sie sind zum Beispiel dafür gut, Körperfunktionen oder auch Organfunktionen zu erhalten, Muskelmasse aufzubauen und zu erhalten, aber zum Beispiel auch, um Enzyme oder Hormone herzustellen. Okay. Also sehr, sehr wichtig, sind an sämtlichen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt, nicht zu unterschätzen deswegen. Mhm. Ich glaube, wir haben noch nicht gesagt, dass man Proteine auch mit einem anderen Namen auch kennt. Eiweiß. Eiweiß und Protein ist das Gleiche, genau. Mhm. Und Proteine setzen sich im Endeffekt aus Aminosäuren zusammen. Mhm. Das hört man ja auch oft. Also yeah. Es gibt 21 Aminosäuren, davon sind 9 essentiell und der Rest ist nicht essentiell. Und ein Protein setzt sich halt aus diesen Aminosäuren zusammen. Okay. Wofür? Du hast gerade schon so ein bisschen angerissen, aber wofür sind die gut? Welche Aufgaben haben die im Körper? Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass sie an sämtlichen Aufbau- und Abbauprozessen beteiligt sind. Ja. Das heißt, wenn jetzt Muskelmasse zum Beispiel aufgebaut werden soll, dann brauchen wir Proteine dafür. Im Sport ganz wichtig auch für die Regeneration natürlich. Mhm. Also ne, wir verletzen ja den Muskel auch teilweise beim Sport. Also diesen Muskelkater, das sind ja kleine Risse. Wir brauchen Proteine dafür, damit der Muskel quasi sich wieder füllt und aufbaut. Für die Hormonproduktion sind sie ganz wichtig und sie sind zum Beispiel auch ganz wichtig fürs Immunsystem, denn ohne Proteine kann unser Immunsystem nicht die T-Zellen, diese Fresszellen. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja. Die Fresszellen, die bösen Viren aufessen, nicht herstellen. Und ganz oft erlebe ich es, dass tatsächlich die meisten meiner Kunden zu wenig Proteine essen und deswegen zum Beispiel auch sehr häufig krank sind. Also man kann tatsächlich mit der richtigen Proteinzufuhr auch sein Immunsystem stärken. Ja, ich überlege gerade, gibt es diese Immunboosters, sind da Proteine drin? Nein. Nee, das ist meistens irgendwie so Vitamin C. Genau. Und also auch wichtige Mikronährstoffe, Mineralstoffe, oft so antientzündliche Sachen oder Dinge, die quasi auch im Körper Viren abtöten können. Ja. Aber Proteine sind meistens nicht enthalten, ja. Was auch noch ganz interessant ist für uns Frauen übrigens, ist, dass wir, wenn wir unsere Menstruation haben, also wenn wir quasi unsere Blutung haben, einen höheren Bedarf an der Aminosäure Lysin haben. Das heißt, wir haben einen erhöhten Proteinbedarf, wenn wir menstruieren. Und das beachten viele Frauen auch nicht, weil man hat ja diese Food Cravings, ne? Diese Heißhungerattacken ganz oft. Das muss nicht daran liegen, an den Hormonen unbedingt, sondern es liegt ganz oft an einem Nährstoffmangel. Und es können die Proteine sein. Also man müsste quasi seine Ernährung, seinem Zyklus anpassen, um das zumindest zu vermeiden? Richtig. Macht eh Sinn, so ein bisschen die Ernährung dem Zyklus anzupassen. Das ganze Bücher drüber ist sehr komplex. Ja. Auch in Bezug auf Sport. Für Sportlerinnen, die wirklich sehr regelmäßig Sport machen, würde ich es empfehlen, auch mal den Zyklus zu beobachten. Wie geht es mir wann? Wann habe ich Heißhunger auf was? Mal zu schauen, okay, Seed Cycling ist zwar wissenschaftlich jetzt nicht belegt, aber hilft ganz vielen. Also es macht schon Sinn, zu gucken, was braucht der Körper wann, um
den weiblichen Zyklus und damit auch unsere Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Ich glaube, das klingt nach einem neuen Podcast. Deswegen, lass uns gerne mal zurück zu den Proteinen kommen. Es ist, glaube ich, relativ klar, Proteine nehmen wir durch unsere Ernährung auf. Ja. Deswegen die große Frage, wie viel soll ich denn essen? Also wie viel Protein sollte ich irgendwie aufnehmen? Meine Lieblingsantwort, es kommt drauf an. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, sagt, durchschnittlich brauchen wir 0,8 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht. Also runden wir mal auf 1 Gramm auf. Mhm. Wenn jemand 60 Kilo wiegt, braucht er 60 Gramm Proteine täglich. Ja. Das ist auch so das, was die meisten tatsächlich essen. Viele haben Probleme, mehr als 60 Gramm am Tag zu essen. Kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Ernährung an. Aber jetzt in Bezug auf Sportler, die haben einen erhöhten Bedarf. Ja. Weil umso mehr Muskelmasse du hast, also umso mehr fettfreie Maske du hast, umso mehr Proteine benötigst du auch. Und deswegen sagt man bei Sportlern so 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist so der Maßstab. Und dann fragen sich meistens viele, wie schaffe ich das denn? Muss ich jetzt tracken? Und das muss man natürlich nicht, aber man sollte einfach in jeder Mahlzeit Proteine enthalten haben. Aber lass uns mal kurz nochmal dabei bleiben. Und zwar, du sagtest gerade 1,5. Ich habe mal was von 2 Gramm gehört. Kann man auch machen. Oder gibt es auch ein zu viel? Ich glaube, Studien haben getestet bis 5-6 Gramm. Und ich glaube, ab 6 Gramm täglich wurde es dann so ein bisschen schwieriger. Proteine werden über die Leber und die Nieren abgebaut. Wenn man die Proteinzufuhr erhöht, ist auch ganz wichtig, viel zu trinken. Okay. Weil quasi die genau. über die Nieren auf jeden Fall, das funktioniert dann über den Urin. Das heißt, man braucht bestimmt eine bestimmte Menge an Flüssigkeit. Und es kann aber auch sein, also erstmal ein Effekt kann sein, wenn ich zu viel Protein esse, dass ich allgemein zu viel esse und deswegen zunehme. Es kann aber auch tatsächlich einen hohen, also wenn es wirklich sehr, sehr viel ist und regelmäßig ist, da schafft, glaube ich, kaum jemand. Ja. Natürlich zu Nierenschäden führen. Es gibt schon dann Probleme. Aber wie gesagt, da muss man schon sehr regelmäßig sehr viel essen und so 6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Also sich quasi nur von Proteinpulver ernähren, schon fast. Ja, auch selbst das schafft man dann nicht. Ja. Also das ist, weißt du, wenn du dann irgendwie so in 40 Gramm Proteinpulver sind meistens 30 Gramm Proteine drin. Ja. Und dann musst du das mal hochrechnen. Das ist schon, da musst du schon echt viel essen. Also du kannst locker 2,5 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht am Tag essen, ohne dass irgendwas passiert. Also es ist genau, es kann natürlich auch, ne, also je nachdem, ob man es gut verträgt, Verdauungsprobleme können natürlich kommen, irgendwie im Blähbauch und so weiter. Ja. Aber so dieser Nierenschaden ist... Ist schon sehr schwierig. Also dann arbeitet man schon sehr ambitioniert genau daran, diesen Nierenschaden durch Proteinaufnahme zu kriegen. Genau. Schwankt das denn so ein bisschen? Wir sagten ja gerade schon, ich sag mal, Durchschnittsmenschen brauchen so 1 Gramm in etwa, Sportler 1,5 Gramm. Schwankt das so am Tag oder sollte ich das konstant zu mir nehmen? Schon konstant. Also es ist sehr schwierig festzustellen, wie viel man mit einer Portion aufnehmen kann. Okay. Da gibt es so ein Richtmaß, dass man immer so von 30 Gramm ausgeht pro Portion oder pro Mahlzeit, die man isst. Yeah. Also es macht schon Sinn, wie mit vielen Sachen, dass man es über Tag verteilt einfach regelmäßig ist. Deswegen sage ich auch, in jeder Mahlzeit sollten Proteine enthalten sein. Und wenn man dann als Sportler irgendwie zum Beispiel auf seine 90, 100 Gramm kommt dann und 3, 4 Mahlzeiten hat, dann Hauptmahlzeit 30 Gramm Proteine. Wenn man nicht rechnen will, gibt es ganz gute Hilfen. Also so deine eigene Hand, quasi die Größe deiner Hand und auch die Dicke. Also so ein Stück Hähnchenbrustfilet, ein Stück Lachs oder irgendwie Bohnen. Linsen, Bohnen, Saaten. Also einfach die eigene Hand nehmen. Ja. Die Größe und ungefähr die Dicke, die Menge an Proteinen sollten in der Mahlzeit drin sein. Pro Mahlzeit? Mhm. Okay. Ja, das ist auch das Problem, weil auf jeden Fall die deutsche, österreichische Esskultur ja eher so sehr kohlenhydratlastig ist. Und dann, wenn du halt quasi essen gehst, ist ja eigentlich der ganze Teller voller Kohlenhydrate. Dann hast du da so ein bisschen Salat und ein bisschen Gemüse und auch so ein bisschen Fleisch vielleicht drauf liegen oder halt irgendwie Tofu oder so, was auch immer die Proteinquelle ist. Aber niemals eigentlich genug. Und eigentlich braucht man nicht so viel Kohlenhydrate, man braucht sehr viel weniger. Und wir sollten viel mehr Gemüse haben. Also der halbe Teller sollte auf jeden Fall mit Gemüse gefüllt sein. Und man sollte halt ungefähr so ein Viertel vom Teller, ungefähr, sollten dann schon Proteine sein. Krass. Das habe ich jetzt auch unterschätzt. Ja. Und dabei ist meine Hand gar nicht so groß. Ja. Okay. So, gehen wir wieder zurück, Proteine und Sport.
Man kennt das ja größtenteils noch eher wirklich aus dem Muckibereich, ne? Also man sieht immer auch diese ganzen Schaufenster, diese, wie früher Arnold Schwarzenegger aussah, heutzutage ja auch nicht mehr, mit dem Proteinbar in der Hand und so, ja, Proteine, Proteine. Wie ist das denn jetzt mit Ausdauersportlern? Wir sind ja jetzt bei Achilles Running, wir laufen relativ viel, brauchen wir trotzdem so viele Proteine, wie ist denn der Bedarf? Ja, brauchen wir. Okay. Es gibt gar nicht so große Unterschiede zwischen den Sport, also Sportarten, sondern okay. Es ist jeder Sportler, also ich würde sagen, jeder, der ungefähr dreimal die Woche Sport macht, hat einen erhöhten Proteinbedarf. Übrigens Kinder in der Wachstumsphase auch und ältere Menschen auch, weil ältere Menschen, wir bauen halt im Alter Proteine ab und haben Muskelschwund. Deswegen verlangsamt sich ja unser Stoffwechsel auch im Alter. Deswegen nehmen zum Beispiel viele so, fangen so an, ab 40 zuzunehmen auch. Ja. Weil wir einfach nicht mehr so viel. Ich nicht mehr so viel. Drei plus ein bisschen, na egal. Denke ich noch nicht dran. Wir bauen Muskelmasse ab, dadurch verbrennen wir weniger, dadurch nehmen viele im Alter zu. Und das heißt, ältere Menschen haben auch einen erhöhten Proteinbedarf. Das heißt, mit dem Alter sollte man auch mehr Proteine zu sich nehmen. Da ist man auch eher bei dieser 1,5. Ja. Marke. Und es ist ganz interessant, es gibt so Untersuchungen natürlich, die haben geschaut, okay, wie viel Proteine, wie hoch ist der Proteinbedarf, zum Beispiel, wenn du ein Ganzkörpertraining machst, was ja Laufen im Endeffekt ist, und wenn du quasi ein Split-Training machst, also wenn du quasi nur Unterkörper, Beine, Beine oder Oberkörper trainierst. Und tendenziell ist es schon so, dass du mehr Proteine beim Ganzkörpertraining brauchst, weil du halt mehr Muskelmasse bewegt hast. Also kann man sagen, als Läufer brauchst du erst recht welche. Brauchst du erst recht welche, ja. Also ist die Werbung eigentlich falsch? Da müsste man eigentlich so einen athletischen... Ja, es ist, das ist halt Läufer, schade. Ich finde den Fokus auf Proteine grundsätzlich ja eigentlich gar, also total gut. Aber ich finde, er wird falsch übermittelt. Mhm. Wie du halt sagst, es ist so dieses Pumper-Ding und ich brauche das für Muskeln. Aber dass Proteine unheimlich wichtig für das Immunsystem sind und für die Hormonproduktion und die allgemeine Gesundheit und... auch quasi, also für alle möglichen Körperfunktionen, das wird halt so ein bisschen, also über das Immunsystem und Proteine wird ja eigentlich nie gesprochen. Nee, gar nicht. Und deswegen finde ich es gut, dass Proteine ein Thema sind. Und wenn das der Weg ist, dass mehr Leute Proteine essen, dann ist das ja an sich, okay, ist auch das Ziel erreicht. Ich finde nur, dass die ein bisschen ins andere Licht gestellt werden, weil viele, glaube ich, die gerade nicht so ins Fitnessstudio gehen, sondern viele Läufer oder die einfach so für sich Sport machen, tatsächlich gar nicht so wissen, ob, also können sich damit nicht so identifizieren und essen dann, also achten dann halt nicht darauf, ne? Nee, und das besonders, was ich dann halt mitkriege, dann ist es doch eher wirklich das Proteinpulver, dass man sagt, so, ja, komm, ich nehme das mal. Aber dass man an sich bei der normalen Ernährung, bei den normalen Lebensmitteln, die man einkauft, die man sich zubereitet, nicht darauf achtet. Ja, ich finde, der einfachste Ansatz ist eigentlich immer zu sagen, okay, wenn ich an meine Mahlzeit denke, wenn ich überlege, was ich essen möchte, dann baue ich mir meine Mahlzeit um meine Proteine rum herauf. Also wenn ich überlege, okay, was ist heute meine Proteinquelle, je nachdem, ob ich tierisch, pflanzlich esse, dann sagen wir mal, ist es, sind es die Kichererbsen? Ja. Dann überlege ich mir halt ein Gericht zu meinen Kichererbsen. Aber dann ist es ja eigentlich schon fast ein ganzes Glas oder so eine ganze Dose, die man pro Mahlzeit dann essen müsste, oder? Also ja, also... Also ich bin die ganze Zeit noch mit meiner Hand jetzt. Da muss man natürlich gucken, da kann man ja gucken, dass man dann zum Beispiel noch ein paar Samen und Saaten drüber streut. Oder irgendwie jemand einen Parmesankäse drüber machen will. Also da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten. Mhm. Man muss ja auch nicht nur, es ist immer gut, Proteinquellen auch zu kombinieren. Okay. Also zum Beispiel die höchste Biowertigkeit von Proteinen haben Ei und Kartoffeln. Aber das hört man ja häufiger, ne? So Rührei mit Kartoffeln, habe ich schon. Also Kartoffeln mit Quark und Ei dazu, so Kindheitsdings, ist da super einfach. Ja. Aber hat wirklich, also wenn man Milchprodukte gut verträgt, dann ist das eine gute Mahlzeit. Warum soll man die kombinieren? Weil zusammen, der Körper kann dann das Protein am besten verwerten, am meisten Proteine aufnehmen. Die Biowertigkeit ist damit erhöht. Da gibt es tatsächlich, kann man mal googeln im Internet, Biowertigkeit, Proteine, so Oktuabellen. Was ist denn Biowertigkeit? Wie gut der Körper quasi die Proteine aufnehmen kann und verwerten kann. Mhm. Biowertigkeit. Okay, schon wieder was gelernt. Und im Endeffekt kann man sich dann da die Tabellen anschauen und gucken, welche Kombinationen von Lebensmitteln sind besonders gut. Wenn man ins Thema einsteigen möchte, muss man jetzt nicht. Es reicht einfach nur an die Proteine zu denken, die nicht zu vergessen, wenn es möglich ist, nicht nur eine, also über den Tag verteilt auch unterschiedliche Proteinquellen. Mhm. Also jetzt morgens, mittags, abends Quark zu essen, ist jetzt auch nicht optimal, sondern schon auch unterschiedliche Proteinquellen in die Nahrung einbauen und dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Okay, gut. Du hast gerade schon eine Sache angerissen,
im Zusammenhang mit Proteinen, ja, dieses ganze Marketing eigentlich. Und wenn man jetzt in den Supermarkt geht, man sieht überall hoch in Protein oder high in Protein, Protein-Snacks. Also man wird ja zugeschüttet. Das ist ja so ein Trend, der in den letzten Jahren aufgekommen ist. Ich frage mich so ein bisschen, ist es gerechtfertigt? Ja, wenn man nicht so hört, schon so ein bisschen. Aber ist es sinnvoll? Was steckt dahinter, wenn man sich die ganzen Lebensmittel auch wirklich mal anguckt? Ja, also genau das ist der Punkt. Man muss sie sich angucken. Also es gibt ein paar Produkte, die gar nicht so schlecht sind, wenn man auf die Nährwerte schaut. Man muss halt schauen, dass da nicht dann plötzlich super viel Zucker drin ist oder super viel Süßstoff oder so. Ein bisschen wird immer drin sein. Ja. Aber grundsätzlich finde ich es jetzt nicht schlecht, in so einen Pudding oder in so einen Grießbrei einfach ein paar Proteine mit reinzuhauen. Dann ist das nämlich nicht nur ein ungesunder Snack, sondern dann wird es halt ein Snack, der auch, also der zwar immer noch ungesund ist, aber länger zum Teil ungesund ist, aber dir trotzdem auch was Gutes tut. Also ne, das Verhältnis ändert sich halt und deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass das Marketing darauf jetzt so krass fokussiert ist und so weiter. Man muss auch mal gucken, wie viel da drin ist. Also deswegen sage ich, es gibt verschiedene Produkte und man muss sich einfach schauen, okay, wie viel Protein ist denn da wirklich auf diese kleine Portion? Was ist da noch so drin? Mhm. Und ist da wirklich nochmal Zucker hinzugesetzt und so weiter? Aber ich finde, wenn man jetzt überlegt, okay, ich esse ab und zu einfach gerne mal einen Schokopudding, ich greife dann halt eher zu dem Proteinschokopudding als zu einem normalen, weil ich einfach so auch noch Protein reinbekomme. Also dann habe ich einen Snack und durch die Proteine wird der Blutzuckerspiegel stabil gehalten. Das heißt, nicht so schnell Heißhunger? Kriegst nicht so schnell Heißhunger, hast gerade als Sportler nicht so krass dieses Binge-Eating und so weiter. Mhm. Also hat dann auch seine Vorteile. Okay, aber ab wann ist es denn High-in-Protein-Lebensmittel? Also wann gibt es da irgendwie so eine offizielle oder inoffizielle Regelung? So ähnlich also wie beim Low Carb, da sagt man ja irgendwie alles unter 10%. Ja. Nee, also es gibt nicht so eine richtige Regel. Ich würde sagen, wenn es eine Hauptmahlzeit ist, so die 30 Gramm Proteine sollten, also zwischen 20 und 30 Gramm sollten es schon sein. Ja. Und wenn man jetzt an so einen Snack denkt, dann so 10 Gramm, 10 bis 15 Gramm sollten da schon drin sein. Mhm. Auf so einen kleinen Becher. Ich kenne auch viele, die diesen, es gibt ja diesen Proteingrieß, die sich da nochmal extra Eiweißpulver reinhauen. Habe ich noch nie gehört, dass es jemand macht. Eiweißpulver ins Essen. Besser als gar keine Proteine drin zu haben und den Pudding einfach nur so zu essen, aber tatsächlich auch so ein bisschen bewerten. Es macht sowieso Sinn, sich einfach mal anzuschauen, was ist denn in meinem Essen drin, wenn ich so Fertigprodukte kaufe. Ja, es gibt sicherlich mittlerweile auch Fertigprodukte, die ganz gesund sind und die ganz okay sind. Es gibt aber auch viele, die echt schlecht sind und da ist Zeug drin, da stehen dann 1000 E-Nummern drin. E-Nummer heißt nicht, dass es unbedingt immer was Schlechtes ist, aber wenn da halt einfach super viele Wörter in der Zutatenliste stehen, die du noch nicht mal lesen kannst, dann ist das eigentlich mal ein Zeichen. Dass die schon so über drei Zeilen gehen mit so Bindestrich. Mono, die, was auch immer, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass es nicht ganz so gesund ist und dass man das dann mal als Ausnahme essen kann, aber vielleicht nicht täglich essen sollte. Okay, also das war jetzt so quasi so ein bisschen das Kühlregal, über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Ja. Aber man findet ja genau diese ganzen Proteinsnacks, diese ganzen Riegel. Lass uns mal über die Riegel sprechen. Mhm. Die ganzen Riegel, die man so findet. Ja, ich kann mir schon fast eine Antwort denken, aber was hältst du so davon? Kommt drauf an. Auch da macht es total, also da noch macht es genauso viel Sinn, einfach raufzuschauen. Es gibt ganz viele Proteinriegel, wo wirklich drin High Protein, aber da ist dann unheimlich viel Zucker mit drin. Mhm. Also ich kenne eigentlich fast keinen Proteinriegel, der ein reiner Proteinriegel ist. Und wenn, dann schmecken die scheußlich. Mhm. Deswegen muss man sich mal bewusst werden, okay, was möchte ich? So ein Riegel ist so ein Snack und auch ein Snack sollte Proteine und oder Fette enthalten, um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Man sollte als Snack nicht nur irgendwie Kohlenhydrate essen, weil man dann wieder zu diesen Heißhungerattacken neigt. Deswegen macht so ein Proteinriegel als Snack tatsächlich Sinn. Mhm. Aber man muss halt schauen, wie viel Protein ist da wirklich drin. Also nicht nur schauen, was draufsteht. Wenn da High Protein draufsteht und da trotzdem nur irgendwie 5 Gramm drin sind an Protein, dann ist das natürlich nicht High Protein. Und auch mal schauen, was da noch so zusätzlich drin ist. Man kann sich sowas aber auch super selber machen. Also zum Beispiel, ich persönlich nehme diese Proteinriegel gar nicht. Also diese typischen für die Muckibude quasi. Die schon so mit so gelb leuchtend die entgegenspringen. So Fat Protein und so und ein Plus drauf und keine Ahnung.
was es gibt, darf ich eine Marke nennen? Hau raus! Also, welche Riegel ich tatsächlich sehr, sehr gut finde, grundsätzlich sind die Raw Bite Riegel. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ich liebe sie. Weil die keinen zugefügten Zucker haben und sind vegan. Genau, sie sind komplett natürlich, also alle Sorten. Sie sind super lecker. Ich finde sie von der Konsistenz so. Und die haben auch einen Proteinriegel, der tatsächlich mehr Protein. Also, die haben ja mal. Was ist da drin? Da sind immer Datteln oder Feigen als Trockenobst drin, dann sind da Nüsse drin, ein paar Haferflocken, je nachdem. Du hast ja irgendwie dann Geschmackssorten, mal Rohkakao noch mit drin oder Zimt oder so oder Vanillegeschmack. Und beim Protein hast du halt einfach durch die Nüsse und Samen und Saaten einfach einen höheren Proteingehalt und der schmeckt trotzdem echt super und hat auch einen guten, ich glaube, der liegt irgendwie bei 13, 14 Gramm pro Riegel. Ja. Und das ist ein guter Snack. Pro Riegel schon? Ich glaube, der ist ja, die sind ja 50 Gramm, 60 Gramm? Ja, ich bin mir gerade nicht, dass ich was Falsches sage. Ich glaube, es sind pro Riegel. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Vielleicht lass es ein bisschen weniger sein. Wir könnten da mal in den Rucksack gehen und nachgucken. Ich habe auch einen dabei. das ist tatsächlich ein echt guter Snack. Da ist Protein mit drin. Essen meine Kinder. Also ich habe hab immer einen so einen Riegel für mich dabei, weil ich dann kommt plötzlich Hunger und dann... Ich habe das Problem, dass meine Kinder den zum Beispiel immer meine Tasche dann noch durchsuchen, mir die wegessen. Aber auch Kinder, also das ist zum Beispiel auch ein Riegel, ne, wenn viele haben ja dann so Bedenken, was ist mit Eiweißpulver und Kindern und so weiter, ist das gut für Kinder? Kann ich ja gleich nochmal was zu sagen, aber zum Beispiel bei den Riegeln ist ja alles natürlich. Da braucht man sich also keine Gedanken machen, das ist auch ein guter Snack für Kinder. Ja. Hast du noch andere Riegel, damit wir vielleicht so ein bisschen Markenvielfalt haben? Es gibt bei DM, wie heißen die denn? Auch, da gibt es ja ganz viele auch, aber es gibt auch, wie heißen die denn? Die sehen so ein bisschen ähnlich aus, die haben so sind so, glaube ich, mit so einer lilanen und grünen Schrift. Ihr so mit Food? Food? Live? Ja, ich... Okay, gut. Kommt in die Shownotes, wir finden da bestimmt noch welche. Also es gibt auf jeden Fall auch bei DM, die sind auch so, die sind ähnlich von der Gestaltung, sind ähnlich dick wie die Raw Bites und so weiter. Ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißen. Die haben auch verschiedene Geschmäcker. Ich weiß jetzt nicht, ob es da auch eine Proteinvariante gibt, aber die sind auch ganz gut. Die sind auch natürlich und auch mit Nüssen und so weiter und... Genau. Ja, das finde ich immer ganz gut. Es gibt so einige Marken, die werde ich jetzt mal nicht nennen, wo man wirklich drauf guckt und man sieht einfach so, da ist so viel Zucker drin. Ja. Und denkst so, ja, nee, danke, da habe ich auch keinen Bock drauf. Also, ich mag es süß. Ich habe es mir ein bisschen abgewöhnt zum Glück, weil ansonsten hätte ich ja, ich könnte ja jeden Tag ein Stück Torte essen. Oh, ich nicht. ja, ich bin leider doch. Und das Schlimme ist, normalerweise sagt man immer so, entweder du stehst voll so auf Chips und so deftige Sachen oder auf süß. Du magst beides. Ich mag alles. Ich mag einfach alles. Ich mag Essen, ich mag's deftig. Ich hatte am letzten Freitag so ein bisschen so schlechte Laune. Und da habe ich tatsächlich erst ein bisschen Eis gegessen und danach Kichererbsen-Chips. Deswegen ist kein so. Bist du schwanger? Nein, das wüsste ich. Ich bin eher so, ich finde Pizza echt geil. Also ich esse es tatsächlich sehr selten, weil es schon ordentlich Kalorien hat. Ja. Aber gönne ich mir tatsächlich sehr gerne. Pizza ist schon... oder Sushi. Finde ich auch. Aber so süß... Worauf ich tatsächlich bei süß stehe, sind so Lebkuchen. So, okay. Also ist jetzt deine Zeit. Schlimm. Ich kaufe die gar nicht erst, aber mein Mann kauft die und dann sitze ich abends um 22 Uhr manchmal da und arbeite und denke so, okay, ich habe um 17.30 Uhr das letzte Mal was gegessen. Dann geht es an die Süßigkeiten-Schublade und dann finde ich leider diese Lebkuchen und dann kann ich auch mich manchmal nicht mehr halten. Aber es ist wirklich das Beste, die Sachen einfach nicht zu Hause haben, ne? Ja. Einfach nicht kaufen, weil dann kannst du es auch nicht essen. Ja. Manche gehen da nochmal los. Gibt's aber auch. Dann ist das schon eine größere Hürde, ne? Das ist eine größere Hürde kommt bei mir nicht in Frage, weil ich habe ja zwei schlafende Kinder zu Hause. Ich kann nicht losgehen. Mami braucht jetzt eben was Süßes. Ich bin gleich wieder da. Aber mit Kindern hat man ja irgendwie auch trotzdem leider immer was Süßes im Haus, ne? Also bei uns durch die Geburtstage, ich glaube, wir haben bestimmt noch die Osterhasen von Ostern da. Es steigert sich mit zwei Kindern, mit dem zweiten Kind. Ja, wahrscheinlich. okay, gut, wir haben jetzt das Kühlregal abgefrühstückt. Wir haben die Riegel. Shakes, Proteinpulver. Erzähl mal ein bisschen was dazu, vielleicht einfach so, bevor ich wieder frage, was du davon hältst. Ja. Viele fragen sich ja, sind Proteinpulver in Ordnung? Kann ich die täglich zu mir nehmen? Ja, erstmal grundsätzlich ja. Proteinpulver ist jetzt nichts per se Ungesundes. Man muss natürlich mal gucken, ist es ein tierisches Proteinpulver oder ein pflanzliches, also ein veganes. Und dann bei den tierischen hast du meistens Whey.
Protein, also das Milchprotein, meistens dann noch Casein mit drin. Und das ist dann auch das Proteinpulver, was meistens ziemlich gut schmeckt, weil dann dadurch auch alles sehr cremig wird und du auch diesen sandigen Geschmack, den du bei den veganen Proteinpulvern oftmals hast. Leider ja. Nicht dabei hast. Aber ganz oft sind diese Proteinpulver halt mit Süßstoff. Also entweder ist da Zucker drin, wobei das ist mittlerweile, glaube ich, echt selten geworden. Ja. Aber halt sehr mit Süßstoff gesüßt. Und da muss man halt auch gucken. Studienlage ist ja bei Süßstoffen immer noch unklar. Mhm. Aber ich versuche es so gering wie möglich zu halten. Also ich habe auch ein Proteinpulver, auch ein veganes, was Süßstoff enthält. Ja. Aber allerdings nicht so viel. Das heißt, da kann man auch einfach mal vergleichen. Ist halt immer ein bisschen schwierig, weil nicht alle Protein, du kriegst halt nicht von jedem Proteinpulver eine Probe. Ich finde das ja auch mal, man muss sich da so ein bisschen durchprobieren, was vertrage ich gut, was schmeckt mir gut. Manche sind echt super süß, manche schmecken gar nicht. Muss man einfach, glaube ich, wirklich sich durchprobieren und einfach schauen, was passt zu mir und auch so ein bisschen schauen. Also erstmal sollten sie natürlich ein komplettes Aminosäureprofil haben. Also einfach mal schauen, welche Aminosäuren sind da drauf. Umso länger die Liste ist, umso besser ist es. Okay, gut. Ab wann ist es gut? Ab wie vielen? Kann man das so sagen? Die essentiellen, die neuen Stück sollten schon drin sein. Okay. So. Ja. Weil die müssen wir ja über die Nahrung hinzufügen. Das heißt, es macht schon Sinn, dass wir die alle anderen kann ja der Körper selber herstellen aus den vorhandenen. Ja. Also. Okay. Ja, und dann würde ich einfach gucken, wie viel Süßstoff ist denn da drin. Kann man da auch so einen Richtwert sagen? Irgendwie ab wird es kritisch? Kommt wahrscheinlich auf den Süßstoff drauf an, weil manche auch... Ja, kommt auf den Süßstoff drauf an und müsste ich jetzt tatsächlich mir meine Packung, ich habe jetzt nicht im Kopf so... Ja, okay. Man schmeckt das aber auch, finde ich. Also wenn es sehr süß schmeckt, dann ist das schon so ein... Ja, aber je nachdem, wie man auf süß reagiert. Ne? Für manche ist es so... Und für andere es gibt auch welche, ne? Es gibt viele Sportler vor allem, die wirklich täglich Proteinpulver zu sich nehmen, auch mit Süßstoffen gesüßt und haben ja keine Probleme. Auch das ist immer sehr individuell. Es gibt halt Leute, die vertragen Süßstoffe ganz gut. Es gibt Leute, die vertragen die nicht gut. Und wenn man halt mit einem neuen Eiweißpulver anfängt, kann man einfach mal schauen, wie vertrage ich es allgemein. Und habe ich mehr Heißhunger als vorher. Weil auch Süßstoff kann natürlich Heißhunger auslösen. Muss aber nicht. Einfach mal beobachten und schauen. Grundsätzlich ist ein Eiweißpulver eine gute Möglichkeit, wenn man über die natürliche Ernährung es nicht schafft, regelmäßig auf seine auf seine Proteine zu kommen. Ja, yeah, okay. Von daher sage ich ihm erst nichts Schlimmes. Meine Kinder essen zum Beispiel auch gern, sie nennen ihn Schokobrei, es ist mein Schokoporridge, mein Porridge, was ich mit dem Proteinpulver mache. Und das essen die halt auch ab und zu. Ist okay. Also auch für Kinder, wenn die Proteine essen, ist das okay. So. Sollte jetzt nicht wieder in jeder Mahlzeit drin sein. Ne? Man sollte schon, also Step A ist erstmal über eine natürliche Ernährung versuchen, auf seinen Proteingehalt zu kommen. Und wenn man da einfach Probleme hat oder wirklich einen erhöhten Bedarf hat, dann kann man das wunderbar auch über so ein Proteinpulver lösen. Und da muss man sich dann einfach nur entscheiden, möchte ich ein Whey-Protein, also aus dem Milcheiweiß, möchte ich Milchprodukte überhaupt essen? Milchprodukte sind auch entzündungsfördernd im Körper, enthalten Wachstumshormone. Da muss man so ein bisschen gucken, möchte ich das viel davon konsumieren? Ja. Ernähre ich mich vegan, dann greife ich zu einem Vegan. Und da, es gibt ja wirklich tausende Produkte mittlerweile. Es gibt ganz viele, es gibt mit Geschmack, es gibt ohne Geschmack. Und ja, da muss man tatsächlich, also ich kann nicht zu einem Proteinpulver sagen, das ist das Beste. Weil dazu müsste ich alle getestet haben. Habe ich nicht. Das ist ja auch, also der Markt ist ja explodiert in den letzten Jahren. Es ist super viel passiert und jeder sagt irgendwie was anderes, das ist gut und es kommt halt einfach auf den eigenen Körper drauf an, wie er die verwerten kann und so. aber wie ist das denn, also ich bin ja wirklich aus dem Team Proteinpulver überall rein. Ne? Ich mache es mir ja morgens in mein Porridge mit rein, ich backe damit. Kann es auch einfach zu viel, also kann es einfach zu viel Proteinpulver sein, weil es halt Pulver ist, oder ist das... Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Wenn du es gut verträgst und dir es gut damit geht und das für dich der einfachste Weg ist, auf deine Proteine zu kommen und es dir auch schmeckt, dann ist doch völlig in Ordnung. Okay. Das ist ja das Positive an so einem Proteinpulver ist, dass du es ja tatsächlich wirklich echt überall verwenden kannst. Also du kannst es als Shake nutzen, du kannst es ins Porridge reinmachen, du kannst damit backen. Muss man gucken, nicht jedes Proteinpulver ist zum Backen geeignet. Okay. Du kannst damit zum Beispiel auch Soßen machen. Ja, stimmt. Also in Soßen reinrühren und so weiter. Sahnesoßen machen Leute mit ungesüßten Proteinpulver, ne? Habe ich schon mal. Ja. Ich glaube, wir denken an den gleichen Instagram-Kanal.
Ja, okay, weiter. Du kannst damit, du kannst das auch super in irgendwelche Riegel mit reinmachen, ja, in irgendwelche Nachtische. Proteinkaffee ist ja mein Ding im Sommer, okay. Eisproteinkaffee. Mhm. Ja, du mixt es einfach ne, mit in deinen Kaffee rein. Aber geht das auch mit veganen Proteinpulver? Ja, ich habe ja veganes. Ja, ach so. Ja. Und dann, ich habe immer ein, also ich vertrage das Milcheiweiß nicht, deswegen muss ich veganes nehmen. Habe natürlich zwischendurch auch wieder mal das Whey-Protein probiert, aber funktioniert bei mir nicht so gut. Und dann habe ich halt einmal was mit Geschmack und dann habe ich ein neutrales. So zum Backen zum Beispiel auch oder so manchmal. Ja. Protein-Cookies zum Beispiel. Protein-Cookies, ja. Ich habe mal versucht, Protein-Riegel selber zu machen. Mhm. Von den Kollegen von Bewegt. Nichts geworden? Bei mir leider nicht. Bei mir, also sie schmeckten gut, aber es war leider nicht eine Riege, sondern ich konnte es so löffeln vom Backblech. Okay. Aber es war trotzdem lecker. Ja. Also ich bin auch nicht keine talentierte Backfrau. Also ich koche sehr gerne, aber Backen ist echt... Ja, aber das ist halt an dem Proteinpulver so der Vorteil, dass man einfach es wirklich universell einsetzen kann. Also ich nutze es gerne zum Beispiel im Porridge, dann in diesem Proteinkaffee. Und dann nutze ich es gerne als Pre- und Post-Workout-Snack, wenn ich trainieren gehe. Weil, okay. Ich brauche tatsächlich eine halbe Stunde vorm Training was zu essen, weil sonst habe ich im Training kriege ich super krassen Hunger. Und dann ist halt eine Flüssignahrung, kann man einfach besser verwerten und ich verdaue sehr schnell. Also ich verwerte sehr schnell anscheinend und wenn es dann halt ein Shake ist, ist es einfach. Und dann trinke ich den Heimshake vorm Training, auf dem Weg quasi zum Training. Ja. Yeah. Und ich habe auch danach direkt Hunger und dann trinke ich halt die Hälfte, die andere Hälfte halt nach dem Training. Und dann bin ich direkt auch versorgt und satt erstmal. Versorgt und satt mit Proteinpulver. Mit Proteinpulver, ja. Warum schmeckt eigentlich das Vegane so häufig sandig? Weißt du das? Ja, weil in dem Whey-Protein ist oftmals dieses Casein drin, also dieses Milcheiweiß. Und das macht halt alles sehr cremig. Ne? Also wenn du Quark isst, der ist ja auch sehr cremig und so weiter. Und das ist einfach, wenn du das einmal so gegessen hast und dann den Vergleich zu Proteinpulver aus Erbsen und Hülsenfrüchten und irgendwie Leinsamen, das ist halt einfach von der Konsistenz einfach was. Und deswegen schmeckt das einfach das Lebensmittel, was da drin ist. Ja. Gibt's eigentlich, ist das eigentlich auch ein Qualitätsunterschied, ob man jetzt Milcheiweiß zu sich nimmt oder halt veganes Eiweiß? Also ist das irgendwie... Wir können tierisches Eiweiß besser verwerten. Okay. Gesundheitlich gesehen würde ich eher... Also ich bin nicht so ein großer Fan von Kuhmilch. Ja. Ich finde, alles in Maßen ist okay, aber wie ich schon gesagt habe, es ist entzündungsfördernd. Milchprodukte sind entzündungsfördernd und allgemein, wenn ich jetzt über Proteine spreche, es gibt ja tierische und pflanzliche allgemein, empfehle ich 80% pflanzliche Proteinquellen zu wählen und 20% tierische. Okay. Und so würde ich es auch mit dem Eiweißpulver machen. Aber da hat auch jeder wieder seine eigene Meinung und es gibt halt viele, die es gut vertragen und keine Probleme haben. Da sage ich immer, ja, jetzt vielleicht noch nicht, aber dann vielleicht in 10 Jahren. Also vor allem so stille Entzündung merkst du auch ganz lange nicht. Mhm. Auch da bei der Milch ist die Studienlage immer ja so ein bisschen... Immer wer die Studie finanziert hat, bewegt sich nicht. Ich glaube, da muss einfach jeder für sich entscheiden, was für einen selber das Richtige ist und was einem gut schmeckt und womit man leben kann. Wie es halt so oft ist in der Ernährung. Dann, wir reden ja eh schon die ganze Zeit über Shakes. Es gibt ja, man kann sich ja auch Proteinshakes machen ohne Proteinpulver. Mit diversen Zutaten. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen. Genau, also natürliche Proteinquellen sind natürlich zum Beispiel Nüsse, Samen und Saaten, Hanfsamen. Also das sind so Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne. Das heißt, man kann auch einfach zum Beispiel eine Milch nehmen. Also Milch hat auch Proteine, zum Beispiel Kuhmilch. Ja. Ja, wenn ich jetzt eine Pflanzenmilch nehme, dann müsste ich wahrscheinlich auf Erbsenmilch oder Nussmilch. Soja? Soja hat auch, genau, Soja hat auch viel Protein. Da muss man auch wieder gucken, möchte man Soja, ist auch kein natürliches Produkt, ist auch verarbeitet. Mhm. Kann auch, also gerade so bei Schilddrüsenproblemen und so weiter, kann es tatsächlich, kann auch den weiblichen Zyklus ein bisschen durcheinander bringen. Auch da ist zum Beispiel, da sage ich mal, eher ein bisschen aufpassen. Mhm. Aber auch das, genau, also dass du quasi irgendwie eine Milchgrundlage hast, dann haust du da vielleicht noch eine Banane rein für den Geschmack, dann kannst du da auch noch Spinat und keine Ahnung was reinhauen und dann machst du halt noch ein paar Nüsse oder Nussmus zum Beispiel. Nussmus. Nussmus. Ich glaube, das hat man schon mal irgendwann. Ja.
Ich glaube, die erste Folge war so Reiswaffeln mit Nussmus und Banane. Ja. Genau. Und dann durch den Nussmus wird es natürlich, also kommt dann auf deinen Blender drauf an, ne? Wenn du jetzt Nüsse reinmachst, dann kann es sein, dass er das nicht so ganz so gut schafft, aber... Sonst ist es ein bisschen stückig. Ja. Dann hat man was zum Kauen, genau. Dann trinkt man Schluck. Hanfsamen sind echt eine tolle Proteinquelle. Mhm. Ich bin ja ein bisschen krank in manchen Sachen. Ich, ich hau mir auch, ich weiß gar nicht, wie viel Proteine da drin sind, aber ich hau mir tatsächlich auch Knochenbrühe in meinen Shake mit rein. Okay. Okay. Ist gut für den Darm, deswegen. Mhm. Und ich müsste mal, ich weiß gar nicht, wie viel Proteine da drin sind auswendig. Aber so Knochenbrühe, so Pulver oder so, nee, richtige, so fertige? Fertige. Machst du die selber auch? Ich habe sie mal selber gemacht, aber die soll ja eigentlich so zwischen 18 bis 24 Stunden kochen. Ja, ja. Ich habe so einen Slow-Cooker, damit geht es natürlich, aber irgendwie die da mit Kindern 24 Stunden stehen zu haben und die, sich die Knochen zu besorgen und so, das ist halt einfach auch ein Zeitaspekt. Mhm. Hat sehr gut geschmeckt, aber mittlerweile kaufe ich sie. Die Knochen zu besorgen. Holt man sich die dann so beim Metzger, oder? Genau. Okay, ja, ich bin leider raus aus dem Game seit vielen Jahren, deswegen... Genau. Okay. Ja, es ist ja im Endeffekt, isst du ja nicht die Knochen, sondern durch das Kochen werden halt die ganzen wichtigen Mineralstoffe aus den Knochen gezogen. Die Mineralien, die super wertvoll für deinen Körper sind. Und dann hast du quasi nur die Mineralien, aber isst ja eigentlich... Also du siebst die ja auch nochmal durch und so, da kommt auch ein Gemüse rein. Und ja, ja. Ja, eigentlich ist... Also, selbst wenn da sich Fleisch ein bisschen löst noch irgendwie, das isst du halt nicht mit, sondern nur die, also ich weiß, es ist trotzdem nicht vegan, aber, aber es ist unheimlich gesund für den Darm und ich nutze so einen Shake einfach, also ich gehe da mittlerweile nicht so ran, was schmeckt denn mir jetzt richtig gut, sondern ich gehe tatsächlich ran und schaue, okay, welche Nährstoffe brauche ich. Und so ein, also ich kippe da jetzt auch nicht einen Liter rein, ne, also würde ich auch gar nicht schaffen, aber so 200, 300 Milliliter. Aber oh, ja, trotzdem ist ja so ein Glas, ja, ne? Also oder? So viel ungefähr so. Okay, so ein halbes Wasserglas. Ja, so 200 Milliliter wahrscheinlich, oder wie viel ist? Ja. Kipp ich dann da schon rein. Und das schmeckst du dann, wenn du da noch Banane drin hast. Ja, gut, wenn du Banane reinhaust, schmeckt eh alles nach Banane. Genau. Das ist so. Schmeckst du es nicht und dann, genau. Okay, dann nochmal eine andere Variante ohne Knochenbrühe. Ja, dann also einfach. Wie gesagt, Nussmus, Nüsse, Samen, also so Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Hanfsamen, Sojamilch, Nussmilch, das sind so, würde ich sagen, die, manche machen ja auch so Shakes mit Ei, mit rohen Eiern. Aber das ist, glaube ich, auch eher so pumperlastig. Was ist da eigentlich? Also man kennt ja noch diese, weiß ich nicht, aus dem Film aus den 80er Jahren, wo die sich dieses rohe Ei reinpacken, ja, für den Eiweiß. Eiweiß. Ja, ja. Hat halt Eiweiß. Aber kann ich das eigentlich kochen? Also du kannst das kochen, aber ich... Geht dann so viel Eiweiß verloren? Das geht, glaube ich, ein bisschen was verloren, ja. Also das kennt man ja noch so ein bisschen, dieses rohe Ei trinken. Das ist schon... Schlimm. Sagt die Frau, die Knochenbrühe trinkt. Ja, also wenigstens gekocht. Und nicht glibberig. Ja. Also das bringt wirklich was? So ein rohes Ei? Mhm. Wenn es um die Nährstoffe geht, ja. Mhm. Ja, du kannst aber auch zum Beispiel Quark. Ist auch, machen Quark und Joghurt machen auch viele. Quark ist sowieso, Quark ist, glaube ich, eh nur reines Protein und kaum Fett. Und Quark ist an sich, ja, es hat schon Fett auch. Ne, es gibt ja Magerquark und den mit mehr. Gut, ich weiß bei Magerquark. Aber Quark ist tatsächlich, ich habe Quark früher geliebt, aber dadurch, dass Milcheiweiß bei mir nicht geht, musste ich leider darauf verzichten. Aber Quark macht halt schon satt, ist halt so sehr massig auch, ne? Hat echt viel Proteine, also viel mehr als Joghurt. Und auch Quark kannst du echt universell einsetzen, also kannst du ja zum Backen nutzen, du kannst das, hat wenig Kohlenhydrate auch noch, ne? Ja. Für die Shakes benutzen und so weiter, ist auch echt auf dem Brot irgendwie so als Quarkschale. Ich hatte eine Zeit lang wirklich so eine richtige Obsession mit Quark. Hm. Ich habe morgens immer ein halbes Pfund, also 52 Gramm Magerquark gegessen, habe mir dann noch Proteinpulver reingehauen und dann mit ein bisschen Obst und ein paar Haferflocken. Aber ich war einen halben Tag satt. Ja, man ist gut satt. Und an sich ist es ja auch von den Nährstoffen her echt ein gutes Frühstück. Ne? So, das war schon auch gern gemacht früher, bis ich gemerkt habe. Wir reden ja eh schon die ganze Zeit über Lebensmittel, deswegen lass uns doch mal so ein bisschen durchgehen, wir haben ja schon so ein paar Sachen angerissen, aber vielleicht können wir es noch mal so ein bisschen strukturierter durchgehen. Was sind gute tierische, also wirklich Richtung totes Tier, also Fleisch? Was ist so vegetarisch gute Quellen und was sind vegane gute Quellen? Ja. Fangen wir mit den Omni-Essern an. Also es ist, klar, Fleisch. Grundsätzlich, ne? Aber also, jedes Fleisch? Ja, also Rind hat, schon jedes Fleisch.
Und dann hast du halt die Wurst warm. Ja. Da muss man halt gucken, ist halt schon wieder sehr verarbeitet. Ne? Ich würde halt immer gucken, hat natürlich einen hohen Proteingehalt. Muss man halt mal schauen, verarbeitete Lebensmittel sind meistens nicht so gesund, haben auch viele Transfettsäuren. Also da muss man immer schauen, so auch auf die Qualität grundsätzlich des Lebensmittels achten. Mhm. Dann hast du Fisch, super gesund, gesunde Fette. Genau, Käse. Also zum Beispiel so ein Parmesan ist schon gesund, weil der besteht zum Beispiel aus 50% aus Fett und 50% aus Protein. Ah. Keine Kohlenhydrate. Keine Kohlenhydrate. Ja. Low Carb. Low Carb, genau. Genau, also so Garnelen, Fisch, Fleisch, das sind so die tierischen. Aber auch jeder Fisch und jedes Fleisch, ist egal. Okay. Es ist natürlich ein Unterschied in den Proteinmengen da. Ich kann ja jetzt, ich habe ja meinen Zettel mitgebracht. Also, ich kann ja mal raufgucken. Also, Rindfleisch mager gebraten pro 100 Gramm 26 Gramm Proteine ist der höchste Wert hier auf meiner Liste unter den tierischen. Und Thunfischkonserve 100 Gramm 22,9 Gramm. Ach, okay. Ja, Putenbrustaufschnitt 23 Gramm. Ah, hier nee, Serrano-Schinken 30 Gramm pro 100 Gramm. Mhm. Aber musst da auch erstmal 100 Gramm essen. Zu meinen Fleischzeiten hätte ich das noch machen können. Ich war so großer Garnelen Schinken. Haben 18,5 Gramm. Mhm. Also, die tierischen Quellen liegen alle so um die 20 Gramm. Okay. Das, 20 bis 30 Gramm hier. Genau. Hähnchenbrustfilet 20 Gramm. Mhm. Ja. Genau, dann gibt es ja die vegetarischen Proteinquellen. Da zählt dann quasi sowas wie Eier, Quark, also diese ganzen Milchprodukte dazu. Mhm. Genau, auch der Parmesan, den wir gerade genannt haben. Da wird es dann schon weniger. Also zum Beispiel Eigelb hat 16 Gramm auf 100 Gramm und Eiklar hat 11 Gramm. Also auch da ist ein Unterschied. Aha, also das Gelbe vom Ei ist höher im Protein als das Eiweiß? Ja. Das ist schon ein bisschen, verwirrend mit den Namen. Ein bisschen komisch. Magerquark hat so im Schnitt um die 12 Gramm pro 100 Gramm. Mhm. Joghurt hat nur 5, also um die 5 Gramm. Ja. Parmesan hat 38 Gramm. Also echt gut. Ich sehe jetzt, dass alle demnächst in Supermarkt kaufen Harzer Käse und Parmesan. Aber Harzer Käse wird ja auch so von dieser Fitnessindustrie total, also von den ganzen Fitnessmenschen echt gern so. Also ich finde so, da gibt es auch so Marken, die schmecken gar nicht. Mhm. Und dann gibt es welche, die sind ganz okay. Ich habe es einmal probiert und fand es fürchterlich. Ja, es ist vielleicht auch zur falschen Sorte gegriffen, kann gut sein. Aber ich dachte schon so, richtig schlimme Sorten. Ja, weil ich dachte einmal so, einmal ausprobieren, weil eben alle so, oh ja, Protein und so. Und kaum Fett, glaube ich, oder kaum... Ja, ja. Ja, und das, es gibt auch diesen Harzer Käse, der ist, glaube ich, so grün oder rot so ein bisschen mit der Packung. Da steht auch Protein drauf und der schmeckt, glaube ich, ganz gut. Okay. Der hat dann so Paprikageschmack und einmal neutral. Der ist, glaube ich, ganz okay. Also, fand ich, aber alle anderen waren, die ich jemals irgendwann gegessen habe, waren schrecklich. Ja, und dann kommen wir zu den pflanzlichen Proteinquellen. Ich gucke hier weiter auf meine Liste, weil ich kenne das natürlich nicht alles auswendig, jedenfalls nicht von allen. Und man denkt ja immer, oder die meisten denken ja, dass tierische Proteinquellen mehr Eiweiß haben, aber ist gar nicht so, denn zum Beispiel Sojamilch hat 40 Gramm. Ja. Auch Sojaflocken haben, warte mal. Ich bin verrückt, Sojamilch hat nur 3 Gramm, Sojaflocken haben 40 Gramm, so rum. Okay. Also, ne, du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt Soja gut verträgst und auch essen möchtest, dann kannst du im Frühstück die Hälfte Haferflocken machen und die Hälfte Sojaflocken, dann hast du halt auch schon echt... Aber sind die nicht extrem fettig? Ich glaube, das habe ich mal gelernt, so von wegen, man soll da nicht so extrem mit... Die haben schon auch viel Kalorien, ja. Ja, das... Ja. Und sie sind natürlich von der Konsistenz, die sehen ja so ein bisschen, also man kriegt die zum Beispiel bei DM und das sind so, die sehen so aus wie so Cornflakes so ein bisschen. Ja. Und ich finde die geschmacklich jetzt auch nicht so geil. Aber man kann die so ein bisschen als Topping, also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um einfach Proteine noch dem Frühstück hinzuzufügen. Ne? Okay. Dann Haferflocken haben 13, nee, ich weiß nicht, ob ich hier mal verrücke, 13 Gramm. Mhm. Und was richtig gut sind, Hanfsamen, 37 Gramm. Also auch so ein Esslöffel Hanfsamen einfach mit. An Hanfsamen kannst du ja auch, musst du ja nicht nur ins Porridge oder auf einen Quark oder sowas, kannst du ja auch zum Beispiel mit aufs Brot, so auf einen Brotaufstrich oder so draufstreuen oder auf Salate machen und so. Also Hanfsamen nutze ich auch echt gerne. Die sind auch echt immer gut verträglich. Okay. Also ich kenne eigentlich kaum jemanden, der Probleme mit Hanfsamen hat. Mhm. Und sie lösen nicht irgendwelche, also... Keine Rauschzustände. Keine Rauschzustände aus. Linsen haben nur 7,4 Gramm. Ach. Hat tatsächlich sehr wenig.
Bohnen haben, also Kidneybohnen haben 8 Gramm. Was haben wir hier noch so? Erdnüsse 25 Gramm, Mandeln 20 Gramm, Quinoa hat 8 Gramm, Tempeh hat 11 Gramm, Tofu hat 13 Gramm, also es ist so ein bisschen Kichererbsen 19 Gramm, Edamame auch ein schöner Snack 11 Gramm. Also da sieht man, dass es je nach Quelle tatsächlich total unterschiedlich ist und dass man sich aber auch mit einer veganen Ernährung sehr gut auf seine Proteinmengen kommen kann. Mhm. Wenn man tatsächlich Hülsenfrüchte gut verträgt. Ne? Das ist auch immer, man muss halt Nüsse gut vertragen, Hülsenfrüchte gut vertragen und dann aber der Magen-Darm-Trakt gewöhnt sich doch so ein bisschen auch an die Hülsenfrüchte. Das ist so meine Erfahrung. Am Anfang sah ich immer aus, als wäre ich im 5. Monat schwanger. So ab der Mittagszeit, so mal so ein Blähbauch gehabt. Und mittlerweile habe ich aber auch keine Probleme mehr mit. Also ich sage immer, wenn man da neu ist, dann langsam einphasen die Hülsenfrüchte. Also langsam die Menge steigern, nicht jetzt direkt nehmen. Und dann macht es total Sinn, die vorher einzuweichen. Lange. Okay. Also man soll die ja eh mal waschen, bevor man sie kocht. Und dann kann man die ruhig über Nacht, wenn man weiß, dazu gehört natürlich dann ein bisschen Planung, aber wenn man weiß, dass man am nächsten Tag Hülsenfrüchte essen möchte, dann selbst die aus dem Glas oder aus der Dose würde ich tatsächlich nochmal einweichen, weil du weißt ja nie, wie lange die gegart wurden. Und Hülsenfrüchte und auch Nüsse haben ja diese Enzymblocker. Und dadurch, das macht halt die, und Lektine und so weiter, und das macht halt die Verdauung träge oder schwierig und es kann zu Problemen führen. Deswegen, Hülsenfrüchte sind leichter verdaulich, umso länger du sie einweichst. Es reicht manchmal auch schon 2 Stunden vorm Kochen. Also Wasser einfach quasi legen. Dose auf, abwaschen, das mache ich ja eh. Und dann nochmal 2 Stunden ins Wasser legen. Und kann ich das in dem Wasser auch aufkochen? Also könnte man direkt schon in den Topf tun und dann... Ja, ja, kannst du auch. Ja. Okay. Dann, vielleicht hast du noch mal so Tipps. Ich finde es relativ einfach, jetzt, wenn man jetzt mal das Proteinpulver ein bisschen außen vor lässt, mittags und abends Proteine zu essen. Mhm. Weil es kommt natürlich darauf an, wie man sich ernährt. Aber ein paar Bohnen dazu packen, ich esse Soja, ne, solche Sachen. Mhm. Aber besonders morgens ist es doch, wenn man halt so typischerweise sein Müsli isst, sein Porridge isst. Wie? Aber da ist es auch super einfach. Gut, also, dann hau noch mal ein paar Tipps raus vielleicht. Also Müsli, ne, kann man auch super selber machen oder auch es gibt ja auch echt eine Vielfalt zu kaufen. Darauf achten, dass da Nüsse drin sind. Da sind ja eigentlich auch, also wenn du ein gesundes Müsli dir raussuchst, dann sind da eigentlich Nüsse drin, da sind da Samen und Saaten drin. Okay. Und dann hast du halt deine Proteinquelle. Dann kannst du zusätzlich noch Leinsamen und Hanfsamen mit reinmachen, auch Haferflocken haben. Ach, Leinsamen, stimmt, ja. Ja, wobei Leinsamen eher mehr noch Fette haben, gesunde, aber auch sehr wichtige. Und auch Haferflocken haben einen kleinen Anteil an Proteinen, auch Quinoaflocken, also diese ganzen Pseudogetreidesachen, also auch Amaranth und sowas. Wenn man diese gepoppten Sachen nimmt, da sind auch ein bisschen Proteine drin, dann kannst du zusätzlich mit Nüssen als Topping arbeiten oder mit Nussmus. Mhm. Ja? Nussmus. Und dann, wir sollten eine eigene Nussmus Dings rausbringen. Ja. Wir reden über Nussmus dann. Und dann hast du auch schon ein sehr proteinhaltiges Frühstück. Mhm. Dann hattest du vorhin das schon so angedeutet, Protein und Kinder. Mhm. Wie kriege ich genügend Proteine in die heranwachsenden Kinder rein? Ja, kann sehr schwierig sein. Ich kenne es von mir. Ich habe als Kind zum Beispiel gar kein Fleisch gegessen. Ich habe es einfach nicht runterbekommen und so. Und auch keine Wurst, Käse minimal. Also zum Beispiel, ich finde so, es gibt ja so Nussmischungen, die man kaufen kann oder auch sich selber zusammenstellen kann. Das ist so Trail-Mix und sowas. Das ist sowas, was man Studentenfutter. Studentenfutter auf Deutsch. Ja. Das kann man mal anbieten und erstaunlich viele Kinder mögen Nüsse. Mhm. Ja, vielleicht macht es auch Sinn am Anfang. Also klar, bei den ganz Kleinen ist es natürlich schwierig, wegen dem Kauen und so weiter. Diese Riesennüsse, also so Walnüsse oder auch Cashews, die manchmal echt groß sind, vielleicht vorher noch mal mit dem Messer ein bisschen kleiner hacken, damit die nicht so, ne? Also, weil umso mehr Nüsse du im Mund hast, umso mehr wird es auch. Mhm. Dann kann man aber auch zum Beispiel, wenn die morgens tatsächlich ihren Haferbrei oder ihr Müsli essen, kann man da auch reintrutschen, ein bisschen Nussmus runterrühren oder ein paar Hanfsamen drauf machen. Ja. Also, meine Kinder kriegen zum Beispiel auch immer in ihrem Schokobrei dann entweder das Proteinpulver, aber auch wenn ich ganz normal das mit Rohkakao mache, dann sind da immer Leinsamen und Hanfsamen und Haferflocken mit drin. Mhm. So. Chiasamen zum Beispiel auch, haben auch Proteine. Ne? Ja. So ein Chia-Pudding kannst du ja irgendwie auch. Also man kann da schon immer so ein bisschen was runtermogeln. Dann muss man halt natürlich, wenn Kinder kein Fleisch essen, dann essen sie vielleicht Fisch.
wahrscheinlich noch seltener. aber dann, keine Ahnung, also viele Kinder essen gerne Wurst. Und dann, ja, und dann muss man vielleicht manchmal in den sauren Apfel beißen und dann, ich finde immer, das kommt auf die Menge drauf an. Mhm. Ne? Also alles in Maßen ist irgendwie okay und das Kind wird jetzt nicht dran sterben, wenn es irgendwie 2-3 Mal die Woche ein bisschen Wurst isst. Ja. Auch so eine Wiener Wurst kann mal, ja, oder Hähnchenbrustfilet, mhm, ist bei Kindern zum Beispiel auch ganz auch beliebt. Milch kann man bei Kindern tatsächlich, also ich kenne viele, die einfach quasi zum Abendessen auch eine Tasse Milch geben, würde okay, ich jetzt nicht machen, weil Milch sehr sättigend auch ist und dann oft mhm, einfach nicht mehr so viel gegessen wird. Ja. Aber ich hatte ja bei Milch angesprochen, dass Milch diese Wachstumshormone auch hat. Mhm. Ist bei Kindern jetzt natürlich nicht, die sind ja im Wachstum, ist jetzt nicht so dramatisch, aber und als Kind verträgt man die Milch tatsächlich meistens auch noch besser, aber es hört irgendwann auf. Mhm. So, aber so Milchprodukte haben natürlich ja auch Proteine. Eier, ich kenne so Rühreier essen viele Kinder gerne. Mhm. Auch, also mein Sohn hat bis, glaube ich, bis er 3 war oder so ein Stück Käse einfach so am Stück gern gegessen. Mhm. Jetzt mittlerweile nicht mehr, aber meine Tochter macht das total gerne. Ja. Die snacken ja total viel. Ne? Also so Mama, alle halbe Stunde. Ich will was essen. Ja. Ansonsten, finde ich, kann man auch in Suppen immer super viel verstecken. Sowohl Gemüse als auch irgendwie mhm, machst du da halt ein bisschen Hühnchen mit rein, dann pürierst du das mit, dann merken die das auch nicht. Also ja, und mhm, also zum Beispiel auch so, du kannst ja auch das Müsli, was du den Kindern morgens gibst, selber machen. Da kannst du ja dann auch so mit Kürbiskernen und ja, arbeiten. Und das kannst du lecker würzen mit Vanille oder Zimt und im Ofen ein bisschen, ne, so Granola quasi selber machen. Und ja, dann schmeckt es denen auch und dann merken die gar nicht, was da eigentlich alles drin ist. Also es gibt, glaube ich, viele Dinge, die man machen kann. Ja. Oder diese Riegel dann halt, ne, mit Nüssen kann man ja selber machen, kannst aber auch, wie gesagt, ja, kaufen. Man muss einfach ausprobieren. Ausprobieren, wie man das so ein bisschen, ja, reinsneaken kann. Ja, und sich so ein bisschen mit dem Thema einfach beschäftigen, ein bisschen überlegen. Mhm. Dann würde ich ganz gerne noch auf eine Sache zu sprechen kommen, und zwar dieses ganze Proteine helfen beim Abnehmen. Mhm. Stimmt das oder ist es wieder mal Marketing? Nee, das stimmt. Mist. Nee, ist ja gut. Also es ist so, dass Proteine, erstens, wenn du mhm, abnimmst, bist du meistens, funktioniert es meistens oder machst du es meistens über ein Kaloriendefizit. Mhm. Ob du jetzt trackst oder nicht. Ne? Entweder machst du es über Sport oder weniger essen, wie auch immer, oder andere Lebensmittel essen. Ja. Ne? Du musst weniger also essen, als du verbrennst. Dann nimmst du ab. Natürlich gibt es noch ganz viele weitere Aspekte dabei, aber das ist so erstmal so, so eine Grundregel. Und Proteine sättigen halt länger als zum Beispiel Kohlenhydrate. Also sie halten nicht lange satt, sie halten den Blutzuckerspiegel konstant. Das heißt, du isst halt einfach auch nicht mehr so viel Süßes. Und wenn du quasi im Kaloriendefizit bist, dann kann es schnell passieren, dass du Muskeln abbaust. Also, und eine erhöhte Proteinzufuhr wirkt dem entgegen. Mhm. Das heißt, auch wenn man auf eine Diät geht, dann sollte man auch also mindestens 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein essen. Also ich sage immer zwischen 1,5 und 2 Gramm. Mhm. Und wenn ich jetzt meine Coaching-Kunden anschaue und mit denen ich das durchsetze, das funktioniert tatsächlich. Ich habe es selber jetzt in der Corona-Zeit gemacht, ich habe 5 Kilo dadurch abgenommen. Ich habe mein Proteingehalt auf 2 Gramm hochgefahren und ich hatte wirklich kein einziges Mal Heißhunger. Ich war echt lange satt. Ich habe es mir jetzt auch nicht überessen oder so. Mhm. Aber es funktioniert wirklich sehr gut und ich habe meine Muskelmasse gehalten. Also ich habe so eine Waage. Ach so. Ich meine, dadurch habe ich es kontrolliert. Natürlich hast du sowas. wo ich quasi Körperzusammensetzung mitmessen kann. Mhm. Und das ist tatsächlich gleich geblieben. Also es funktioniert, ja. Gut. Es ist ratsam, wenn man abnehmen möchte, den Proteingehalt zu erhöhen. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Fällt dir noch was zu Protein ein? Ich gucke noch auf meine schlaue Liste. Nö. Also grundsätzlich kann man eigentlich sagen, sehr wichtig für den Körper. Mhm. Auf jeden Fall täglich mit einbauen, in jede Mahlzeit, am besten auch in jeden Snack. So kommt man auf seine Proteine, auf seinen Bedarf. Und keine Angst haben, nur weil es fitnessbelastet ist, sich einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen. Man kann auch, wenn man überlegt, oh, was hat dann alles, wie viel Proteine hat dann was oder was hat dann, wo ist dann überhaupt Protein drin? Ja. Dann einfach wirklich mal googeln, proteinhaltige Lebensmittel.
Es gibt ganz viele Listen. Wir haben auch so einen schönen Artikel auf achillesrunning.de, den kann ich natürlich besser in den Shownotes verlinken. Ich verlinke auf jeden Fall dein Profil. Jetzt geht meine Stimme schon was weg. Auch in den Shownotes, denn Hannah postet auf ihrem Instagram-Kanal immer ganz, ganz tolle Sachen. Da gibt es auch den Proteinkaffee. Muss man aber ein bisschen zurückscrollen. Ja. Musst du vielleicht wieder posten demnächst wieder einfach. Posten, ja. Also man lernt ganz viel, wenn man dir auch folgt. Das dann kann ich große, große Empfehlung in diesem Moment. Vielen deswegen. Dank. Vielen Dank, dass du die ganzen Proteinfragen, Eiweißfragen mit mir durchgegangen bist. Und ja, Dankeschön. Sehr gerne. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Bis bald. Yay!